wirklich die Treppe runterfallen? Ich versuch's. Oh! Autsch. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge zu Far Cry 5. Anscheinend haben wir etwas von diesem merkwürdigen Gas eingeatmet und wissen nicht, was als nächstes passieren wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, kann ich nur so viel sagen. Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass die Aufnahme auf Twitch entstanden ist. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Unterhaltung. Ach und nee. Werden wir wieder gefangen oder ja, was? Ja, wahrscheinlich, ja. Das gehört irgendwie dazu. Gehört zur Mission. Meinst du? Ich denke. Ja, doch. Das kennen wir doch irgendwo her. Aufwachen, Sünderin. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring sie zu John. Er wird sich ihre Beichte anhören. Ach, schon wieder zu John. Ach, nö. Oh, oh. Wo bin ich? Das hört sich gar nicht gut an hier. Hallo? Hallo? Oh oh. Foltermethode. Ah, guck mal, hier, dieses nein, Mädel da. Nein. Dieses ja, Mädel, was dir gegenüber sitzt, das ist das, das ist die Polizistin, die am Anfang mit ja, dabei war. Genau, genau. Hallo? Nein, John, tu's nicht. Nicht. Ich habe 3 Kinder. Ich will nicht wissen, was sie mit der gemacht haben. Brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Oh oh. Er ist böse. Ich dachte, ich halte es nicht länger aus. Böse. Tat ich es? Und Autsch. Brach etwas aus. Was ist das? Klar? Ein Tätowiergerät? Ja, das könnte es sein. Und fing an zu lachen. Jo. Alles, was ich tatsächlich. Ja. Na, jetzt musst du so ein Yes reinkritzeln. Yes, we can. Ja, sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Nein, tu das nicht! Nein, Johnny, tu das nicht! Selbstsüchtig ich war, immer. Schmiert er meine Brust ein, oder? Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Das ist sexuelle Belästigung. Geben erfordert Mut. Im Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Autsch. Ich lehre dich. Das Wort? Ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei! Frei! Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Sie! Nimm sie! Nimm sie! Muss ich... Ich habe mich gemeldet. Freiwillig. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Oh,
Autsch. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen. Was? Öffnen? Und wenn du daran erstickst, Scheiße. Werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Nein! Gleich zurück. Nein! Wie sollen wir denn jetzt hier raus? Bei Resident Evil 7 so die ganze Zeit hin und her schaukeln und dann. Tatsächlich. Warte mal, ich kann irgendwie mich bewegen. Ich kann nur sehen, was du machst. Ich kann nicht. Ach so. Vielleicht kann ich die Treppe hier runter. Musst du wirklich die Treppe runterfallen? Ich versuch's. Oh! Autsch. Aua. Guck mal, hat sogar geklappt. Endlich. Was brauchen wir? Beichte. Oh. Ach, wir waren zu zweit. Ach so. Ich dachte, du wärst irgendwo in einen anderen Raum. Ich hab keine Waffen. Hier, guck mal, hier ist so ein Gang. So ein Rohr. Stop. Hier kann man nach unten. Hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Vorsicht. Stealth. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert haben. Der Mann. Ich hab irgendwie keine Waffe, wa? Doch, hier ist ein Rohr. Wurfmesser habe ich. Aber wieso kann ich meinen Baseballschläger nicht nehmen? Hast du noch gerade irgendwie genommen? Hast du doch geworfen. Hä? Hey, oh. Ich hatte. Ja, jetzt. Oh, oh. Jetzt. Hä? Hey, irgendwie ist das ein Bug manchmal. Habe ich jetzt eine Waffe eingesammelt? Du hast, glaube ich, ein Rohr, oder? Konntest du ein Rohr mitnehmen? Ja, ich habe ein Rohr, ja. Ja. So. Ah, jetzt habe ich eine Pistole eingesammelt. Hast du? Ich habe Baseballschläger und... Hier ist ein Wurfmesser. Ach, Wurfmesser voll. Okay. Hier ist eine kugelsichere Weste. Sonst? Scheint nicht. Nee, nix. Sollen wir weiter? Ja. Ah, ich hab hier noch was. Warte mal, plündern. So, okay. So, geduckt. Bisschen leise. Da ist ein. Warte. Voll in die Eier. Aber das war auch wieder merkwürdig, weißt du? Ich habe 3 Baseballschläger geschmissen. Keiner hat getroffen. Also mein... Baseball-Aiming ist nicht so gut. Ey, diese Räume erinnern mich irgendwie an Fallout. Weißt du, mhm. Hier musst du nur beichten. Ja, stimmt. Im Osten, tja, sagen wir mal so. Oh, ist das hier ein Tor? Bliss kann einem auch zu Kopf steigen. Zu viel Bliss? Faith hat sich ihre Angels erschaffen. Aber gut behandelt werden sie nicht.
Finde Deputy Hudson. Also müssen die irgendwie befreien. Vorsicht, hier sind zwei. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich gehe hier links ins Rohr. Was? Haben die uns entdeckt? Komm. Drei Leute. Oh, da kommt eine ganze Armee! Ach du Scheiße. Alter Schwede! Fast tot. Alter Schwede, die lebt noch! Was? Wie stark war die? Er hat dieses Gas eingeatmet. Ey, die steht auch wieder auf. Das sind Zombies. Alter Schwede. Warte, die ist hier irgendwo. Ja, sowas muss, in der Art, ja. Moment, ich muss mal eben alle plündern. Ein Zombie voller... Hier ist eine Pistole, wenn du brauchst, ne? Ich hab schon eine. Das war's schon. Vorsicht, da ist einer. Die wurde voll gepumpt mit diesem Zeug. Mein Gott, ey, ich kann einfach nicht werfen. Voll in die Nüsse, ey. Das ist voll auf die Nüsse 2. Oh ja. Dass wir hier gerade drehen. Kann man so sagen. Also die ist hier drin. Ein Hudson. Wieder guck. Bitte töte die nicht. Oh man, scheiße, Gas, ne? Schnell, hier lang. Ah, die schießen auf uns. Ja, ich bin schon irgendwie niedergeschlagen worden hier. Ich geh hoch. Ich geh einfach hoch. Ich hab eine Waffe. Ich geh ganz nach oben. Die Treppen hoch. Hast du zur Hilfe erstmal genommen? Ey, ich bin tot? Was? Heile dich, mein Freund. Jo, danke. Ey, irgendwelche Zombie-Frauen hier. Das erste Hilfe nehmen. Kannst du irgendwie erste Hilfe nehmen? Ja, ich bin eigentlich noch okay. Alter. Ich hab noch genug. Oh. Ach so. Oh, nee. Das ist eine ganze Armee hinter uns. Scheiße. Ich gehe einfach weiter. Tot, ne? Was? Du bist... Du musst mich heilen. Moment. Hallo, ey, die halten viel zu viel aus. Danke. Hauptsache, du machst alle kaputt mit Baseballschläger. Und ich sterbe mit Waffen. Muss ich wohl meine... meine Schaufel benutzen. Die halten voll viel aus, die Typen. Ey, wir können fahren. Ja, okay. Schnell, steig ein. Au! Los, fahr!
Hä, hey, ich kann nicht fahren. Wieso nicht? Weiß nicht. Kannst du mich retten? Nee, hey, wir sind beide tot. Aber irgendwie konnte ich gerade nicht fahren. Hm. Ja, dann lass mal gleich einfach weglaufen. Ich lauf einfach durch, scheiß drauf. Ja. Ah. Okay, geht doch nicht. Ich bin tot. Alter Schwede. Hallo? Ich dachte, ich kann durchrennen. Kannst du mich heilen? Hört sich wirklich an wie Zombies. Hm. Okay, danke. Scheiße. Mein Gott. Ach so, hier ist eine Waffe. Warte mal. Suhle dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich du dich mühst. Also wir verlieren halt ganz langsam Leben. Malz. Wir kommen gleich eine ganze Armee. Schnell. Runter, 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 nein. Runter, runter. Lebst du? Oh, scheiße, nein. Oh, Hunde, Hunde! Ich hab mich geheilt. Ah! Hunde! Wo? Böser Hund. Okay, schnell. Komm, lass abhauen. Scheiße. Wir müssen einfach entkommen. Ich dachte, das wären kleine Bären gewesen. Hm. Das sah so aus. Siehst du? Das ist die Macht des Ja. Schnell. Oh Mann. Die Drogen wirken noch. Ja. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Also Zombies gibt's hier anscheinend auch noch. Friss deinen Jed schon in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, lass ihn nicht an dich lassen. Ich versuch schon mal ausblühen. Ich hab gehört, dass John dich erwischt hätte und hab mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Was mit Hudson tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn aussorgen müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. So. Ja, Mission erledigt. War zwar irgendwie nur ein bisschen komische Mission, aber Hauptsache geschafft. Flugzeug. Ach du Scheiße. Flugzeug hat uns gesehen. Oh! Moment. Ich mach jetzt die nächste Mission. Der gute Samariter. Wir müssen erst unsere Ausrüstung holen. Oh, Flugzeug! Der wollte gerade, glaube ich, auf mich ballern. Die verfolgen uns, ne? Ja, die suchen uns jetzt. Ist jemand abgestürzt? Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Das ist ganz wichtig, sonst verpasst du meine Videos. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!